Was geht ab, Leute? Junge, ich dachte, du schlägst dich wirklich, ne? Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute testen wir wieder Essen für euch. Ich wollte eigentlich ein Stern versus 5 Sterne Restaurant Fastfood bestellen machen, aber bei uns im Ort gibt es nur bis 3,5 Sterne runter. Also schlechtere Bewertungen gibt es nicht. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir einfach heute teuer versus günstig wieder. Nur als Fastfood-Lieferando-Version sozusagen. Und in dem Sinne testen wir heute zum einen Döner. Also wir werden auf jeden Fall bei Lieferando jetzt online bestellen, bei einem Restaurant, wo richtig der Döner wirklich viel kostet. Also der ist auch richtig spezialisiert dafür, also es gibt wirklich nur Döner eigentlich. Ja, wir haben da auch schon mal bestellt und es war wirklich sehr lecker. Du wirst dir einen Döner für 13 Euro bestellen, ich werde mir einen für 10 Euro bestellen und dann werden wir nochmal bei einer normalen Dönerbude hier um die Ecke einfach einen Döner, einen Maxi-Döner bestellen für 6 Euro und auch nochmal eine Dönerpizza. Ah genau, und bei der anderen haben wir auch noch eine Dönerpizza. Genau, also wir werden Pizza und Döner vergleichen und dann würde ich sagen, bestellen wir jetzt erstmal und dann sehen wir uns gleich, wenn das Essen da, sorry. Wenn das Essen da ist, bis gleich. Das ist eine Aufnahme. Es tut mir leid. Ja. So, die billige Bestellung ist jetzt auf jeden Fall schon angekommen. Das ist der Maxi-Döner. Der ist auf jeden Fall schon mal jetzt nicht so Maxi, würde ich sagen. Eher normal. Und eine Dönerpizza. Und hier haben wir noch Baklava. Das packen wir jetzt gleich aus und warten erstmal auf die andere Bestellung. So, die Pizza ist jetzt nochmal im Backofen. Da die andere Bestellung noch mal auf sich warten lässt. Wir haben aber noch nicht hineingeschaut. Das machen wir zusammen. Ehre. Nee. Ich hab mein Mikrofon in der Tasche. Nee, ich glaub's nicht. Ist Essen da? Oh, ich hab grad richtig scheiße gefilmt. Die Katzen waren nicht raus. Katzen waren nicht raus? Die haben sich keinen Zentimeter bewegt. Wie lang? Das ist das teure Essen, Leute. Nach? Wie viel? Über einer halben Stunde, glaube ich, haben wir jetzt mehr gewartet. Nee, viel, viel mehr. Eine Stunde. Nee, viel, viel mehr. Also, Stunde mehr? Nee, nicht ganz. Ich glaube, so 40 Minuten, dreiviertel Stunde haben wir mehr gewartet für das teure Essen. Also das ist das teure, ne? Das ist das teure. Das ist das Pizza billige. Und Döner. Und hier haben wir nochmal, das können wir ja gleich schon mal zeigen, einen kleinen Nachtisch für später. Baklava, ein Stück, 1 Euro. Huch. Und hier haben wir nochmal zwei Soßen, Joghurt, Knoblauch. Genau. Und ja, so, wir haben jetzt erstmal, haben wir uns hier nochmal ein paar Wettges bestellt, ein paar Pommes. Fun Fact, er sagt nur Wettges, weil ich Wettges sag. Ja, das heißt eigentlich Wedges, glaube ich, oder? Keine Wedges. Ahnung, ich weiß es einfach nicht. So, dann hier. Uff, Muskelman. Mezzomix. Nice. Mal direkt mal testen. Die schmeckt jetzt nicht so gut. Nein, Spaß. Okay, ja, und hier haben wir die zwei fetten Döner. London, 13 Euro. Boah, ich bin gespannt. Und einmal den kubanischen für 10 Euro. Am besten, wir gucken gleich auch noch mal genau, was da alles drauf ist. Genau. Und ich würde aber sagen, bevor wir den Döner machen, machen wir erstmal die Pizza, oder? Safe, ja, würde ich auch sagen. Dann tun wir den auch erstmal nochmal zur Seite. So, dann stellen wir die mal jetzt hier so hin. Billig versus teuer Dönerpizza. 3, 2, 1. Die sieht, boah, echt die sieht besser aus. Okay, finde ich auch. Hey, das Käse ist nämlich, hier ist kein Käse. Obwohl eigentlich Käse drauf, doch hier unten. Aber unten wieso macht man den Käse nicht drüber? Und boah, die sieht viel fluffiger aus. Das mein Gott. Oh, ich bin gespannt, ich hab so Hunger. Oh, shit. Das ist die teure. Mhm. Oh, Jalapeno ist richtig geil. Ja, also die haben hier, wie ihr seht, hier dann nochmal Jalapenos drunter. Aber der Käse halt auch unterm Fleisch bin ich eigentlich nicht so der Fan von. Eher dann so wie hier. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, Leute. Beide kosten tatsächlich 8 Euro. Großer Fail eigentlich. Ja. Also im Prinzip ist es nur beim Döner der Unterschied. Hm. Die billige, in Anführungszeichen, nee, ist ja nicht billiger.
Beide geil. Na, ich weiß gar nicht, welche besser ist. Wobei hier ist der Teig wirklich so fluffiger, wie du am Anfang gesagt hast, dass es fluffiger aussieht. So Leute, leider wurde die Aufnahme gerade die letzte gelöscht. Also die Dame hat schon in ihren Premium-Döner reingebissen. Meiner ist noch verpackt und auch der billige Döner für 6 Euro Maxi-Döner ist auch noch verpackt. Soll ich sagen, beiß jetzt einfach nochmal rein fürs Feeling. Wir haben hier was nochmal alles drin, du musst es nochmal sagen. Feldsalat, Jalapenos, Mais, angebratene Champignons, panierter Weichkäse, Zwiebeln, Rinderschinken, stimmt, das vergesse ich, und halt das normale Fleisch. Hey Leute, selbstgemachtes Brot, also wirklich sehr gut. Okay. Komm, hau rein. Sehr geil, immer noch. Cocktailsoße. Cocktailsoße, ja. Sehr geil. Sehr, sehr nice. Du auch? Jo. So Leute, ich habe geschmolzenen Käse statt panierten Weichkäse, gebratene Zwiebeln, auch den Rinderschinken, den hatte ich letztes Mal nämlich auch schon mal, auch die Cocktailsoße, die sieht man hier schon sehr gut, Salat, Tomate. Oh, Entschuldigung. Korrekt. Auch das schöne Brot. Frische Brot. Oh, Entschuldigung. Normales Kebabfleisch ist auch noch drin. Also hier sieht man sehr schön die gebratenen oder geschmorten Zwiebeln. Champignons, stimmt, habe ich auch noch drin. Sehr, sehr geil. Reinbeißen. Ich habe aber irgendwie gerade kein Fleisch im Mund. Ja. Aber ich muss sagen, letztes Mal war er geiler. Ja, aber trotzdem sehr nice. Also ich finde halt, das, was da alles drin ist und so, ist, findest du das Geld wert? Kann ich jetzt erst sagen, wenn ich den anderen habe. Okay. So Leute, jetzt haben wir hier den Maxi-Döner für 6 Euro, also die Hälfte von den Premium-Döner. Und es ist eigentlich ein klassischer Döner, nur mit Weichkäse noch dabei. Ach stimmt, magst du das? Der ist hier. Oh, ich liebe den so krass. Warte mal ganz kurz was an. Der ist auf jeden Fall richtig gut gefüllt. Finde ich jetzt auch. Das Brot sieht auch gut aus. Und ich beiß da jetzt einfach mal rein. Man merkt sofort den Unterschied. Das schmeckt einfach wie Döner und das schmeckt eigentlich nicht nach Döner so richtig. Das stimmt, ja, du hast recht. Ja, ich glaub, das schon ist ein Döner. Was du meinst, glaube ich. Man hat halt hier das klassische Kalbfleisch und die klassischen Zutaten und nicht wie Rinder, Steak, Champignons, geschmolzene, gebratene Zwiebeln, panierten Weichkäse und so Sachen. Das sind halt so Sachen, die sind eigentlich nicht in einem typischen Döner. Ja. Ist jetzt ein bisschen blöd, dass der auch schon 40 Minuten im Ofen noch war. Somit ist alles sehr weich und warm. Ich finde ihn aber tatsächlich... besser? Nee, nicht besser. Aber ich finde schon jetzt den schon besser. Aber er kostet halt auch doppelt so viel. Ne? Von daher muss man halt abwägen, ob das einem wert ist jedes Mal. Eher nicht. Also das kann man sich mal gönnen. So einen dickeren Premium-Döner. Aber meiner Meinung nach muss es jetzt nicht jedes Mal sein. Boah, das sieht so nice aus irgendwie. Ist eigentlich so ein Kandidat, der kleckert immer beim Döneressen. Der kann kein Döner essen. Konntest du früher im Laufen Döner essen? Beim Laufen ungern. Boah, ich also, hab's nie verstanden, wie Leute sich in der Mittagspause Döner geholt haben und auf Krampf noch so auf dem Weg gegessen haben. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich reinbeißen soll. Ich glaube, ich beiß hier rein. Ich weiß direkt, was du meinst. Das schmeckt eigentlich eher nach Döner so, ne? Schmeckt auch gut. Ja, du hast es eigentlich schon gesagt. Es ist halt alles sehr weich jetzt vom Ofen und so, das Brot. Aber er ist lecker, ne? Ja, safe.
So, bevor wir es vergessen, haben wir nämlich hier noch das Baklava und den Baklava, die Baklava. Baklava. Ich habe nie Baklava gegessen. Genau, deswegen bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Dir schmeckt es, ja? Ich finde es lecker, ja. Aber denkst du, mir schmeckt das? Ja. Beiß mal ab. Das bappt schon so. Das finde ich echt gar nicht. Das bappt, ja. Zu süß, ne? Mhm. Oh, ich weiß nicht. Zeig mal, wie es aussieht, abgebissen. Also ich glaube, ich würde mir das niemals bestellen. Jo. Mhm. Türkische Spezialität. Und dann auch irgendwie auch nur den Blätterteig, aber nicht irgendwie was da drin noch ist. Und es bappt halt. Mhm. Es gibt noch viel süßeren. Also der ist gar nicht mal so süß, glaube ich. Echt? Ich mag es irgendwie nicht. Finde ich sehr gut. Gut, dass wir noch ein Stück haben, ne? Schon sehr geil. Muss ich jetzt noch essen. Steck's komplett in den Mund. Sehr gut. Was ist das Fazit? Also wir müssen auch dazu sagen, der teure Döner hat so lange gedauert. Ja, er hat mega lange gedauert heute, leider. Schmeckt geil, aber ich weiß jetzt nicht, ob das sich dann lohnt. Ja, ich würde auch sagen, also es lohnt sich jetzt nicht unbedingt für 13 Euro sich einen Döner zu kaufen. Normal kann man das machen, aber wenn man so Döner isst, dann bestellt man sich halt dann hier um die Ecke ein, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Und ja, gebt gerne einen Daumen hoch, wenn ihr weitere solche Essens-Test-Videos sehen wollt. Wir wollten auf jeden Fall auch mal in der Großstadt dann mal ein 1-Sterne versus 5-Sterne Essen bestellen-Video drehen. Das wäre richtig geil. Also ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn es irgendwo in eurer Stadt ein Restaurant gibt, das mit 1 Stern oder so bewertet ist bei Lieferando. Weil, ja, das müssen wir unbedingt einfach mal testen. Boah, das interessiert mich so hart. Ich hab so Angst, wenn ich dann so Salmonellen. Oh mein Gott. Salmonellen. Ja. Auf jeden Fall, bei uns gibt's das nicht. Bei uns gibt's aber trotzdem gute Döner und für wenig Geld. Die Pizza ist gut, auch bei dem Döner. Und ja, würden wir sagen, sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Haut da rein und ciao.